Neuer Monat, neuer Mittwoch, neuer Flashback. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße alle Sportsfreunde da draußen zur heutigen Ausgabe. Besonders die Ballsportfans werden diesmal so richtig auf ihre Kosten kommen. Das Beste vom Wochenende könnt ihr jetzt sehen. Pirouetten, Tanz, Sprünge und Athletik. Wow, Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer sind echte Allrounder. Besonders junge Talente konnten wir bei den Vereinsmeisterschaften des SC Berlin bewundern. Wie heißt es so schön? Früh übt sich. Dass dies vor allem beim Eiskunstlauf gilt, zeigten die jüngsten aller Teilnehmer bei den Vereinsmeisterschaften des SC Berlin. Besonders beeindruckend, viele von ihnen standen hier das erste Mal bei einem Wettkampf auf dem Eis. Also ich hoffe, ich kann öfters wieder auf dem Eis sein, mit Wettkämpfen und mit Wiegen. Auch im Handball lief alles glatt. Unsere Spreefüchse haben mit 35 Treffern am Samstagabend einen echten Kantersieg eingefahren. Es war die wohl beste Leistung dieser Saison. Gegen den TuS Linford fuhren die Spreefüchse einen fulminanten 35:22 Heimsieg ein, der die Ambitionen der Berlinerinnen ganz oben mitzuspielen nochmal unterstreicht. Ein 13:2 Lauf nach Wiederanpfiff und eine bärenstarke Annabel Krüger im Tor der Spreefüchse sorgten für den klaren Endstand. Linford hat vielleicht auch ein bisschen aufgegeben, nachdem wir 10 Tore vorne lagen, und wir haben richtig aufgedreht. Leider weniger erfolgreich verlief das Spiel der TKS 49ers. In einem extrem knappen Spiel mussten sie sich den Kangaroos Iserlohn geschlagen geben. Hier wäre für die 49ers sicherlich noch mehr drin gewesen. Nachdem die Iserlohn Kangaroos bereits mit über 15 Punkten in Führung waren, starteten die Gastgeber im letzten Viertel eine erfolgreiche Aufholjagd. Bis auf einen Punkt kamen sie auch heran, machten in den Schlussminuten jedoch wieder Fehler und vergaben den Sieg so schlussendlich. Der Endstand 79:87. Am Ende war es dann ärgerlich, haben wir in spielentscheidenden Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Wir haben es am Ende dann wieder geschafft, irgendwie ein bisschen ranzukommen, hat dann aber leider nicht gereicht. Schade, über den Sieg der TKS 49ers hätten wir uns wirklich gefreut. Was jetzt noch bleibt, der Ausblick aufs nächste Wochenende. Eigentlich hätte uns am Samstag und Sonntag der Hallensiebenkampf des SC Tegeler Forst erwartet. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus wurde diese Veranstaltung jedoch leider abgesagt. Am Samstag geht es für uns dann aber wieder zum Handball. Jedoch nicht in den Fuchsbau, sondern zu den ersten Damen von Pfeffersport. Sie empfangen den Berliner TSC zum Lokalderby in der Oberliga Ostsee-Spree. Hauptstadtsport-TV-Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch nächste Woche unbedingt wieder ein. Eine Frage habe ich an euch. Folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram und Facebook? Wenn nicht, dann solltet ihr das auf jeden Fall schleunigst nachholen. Denn neben interessanter Insights findet ihr ab sofort auch ein brandneues Story-Highlight auf Instagram. Franzis Fitness Collection. Ich habe für euch coole Tipps, Übungen und Ratschläge, wie ihr fit werden könnt für den Frühling 2020. Lang dauert es ja hoffentlich nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.